Mein Name ist Elke Schuster, ich bin hier Standesbeamtin in Worpswede. Ja, in der Nacht vom 12. auf 13. Juni 1997 ist durch einen Blitzeinschlag dieses Rathaus in Brand gesetzt worden und ich war mit einer Freundin in der Music Hall zu einem Konzert. Mein Name ist Thorsten Peper, ich arbeite in Bremerhaven, meinem Windanlagenhersteller und bin seit 32 Jahren hier bei der Ortsfeuerwehr Nordjürgen tätig. Ich bin dort als Atemschutzgerätewart und im Fässerschutz aktiv. Als der Notruf kam, war ich zu Hause und habe Fernsehen geguckt und war kurz davor, ins Bett zu gehen. Als wir an der Einsatzstelle ankamen, hatten wir die Aufgabe, eine Wasserversorgung herzustellen. Der Gemeindebrandmeister hat auch eine Anforderung gestellt, dass Atemschutzgerätewarte benötigt wurden und daraufhin habe ich mich gemeldet. Es war nachts, somit waren keine Menschenleben in Gefahr und wir mussten aber Eile angeben, weil es halt die Bausubstanz gefährlich war und das Feuer sich schnell ausbreitete. Bei diesem Brand hatte man schon ein sehr mulmiges Gefühl zu sehen, dass sozusagen auch der Arbeitsplatz verdichtet wird. Die Feuerwehr hat durch ihren Einsatz die gesamten Akten aus dem Standesamt und auch das Mobiliar aus dem Trauzimmer gerettet. Also, wenn wir nicht eingegriffen hätten, wären alle Unterlagen des Standesamtes verbrannt, so wie das alte Mobiliar, welches nicht ersetzbar ist. Ein Feuerwehrmann hat dann auch nach nicht allzu langer Zeit nach dem Brand hier im wiederaufgebauten Rathaus geheiratet. Bei meiner Trauung hat die Frau Schuster sich nochmal speziell bei mir bedankt für die Rettung der Möbel. Es tat gut, so eine Wertschätzung zu erhalten. Also ich habe den Einsatz der Feuerwehr als sehr souverän empfunden und ich hatte schon den Eindruck, dass da also ganze Arbeit geleistet wird. Ich sehe also die Notwendigkeit der Feuerwehr und auch der guten Ausrüstung der Feuerwehr also als dringliche Aufgabe in den Gemeinden, dieses zu erhalten und zu fördern und auch zu finanzieren. Beim Einsatz in dieser Größenordnung geht man nicht ohne Emotionen weg. Dieser Einsatz hat mir gezeigt, was wir als Feuerwehr in der Kameradschaft alles erreichen können. Wir sind stark in der Gemeinschaft und das hat mich motiviert, weiter aktiv bei der Sache zu bleiben.